Die Meisterschaftssaison ist losgegangen und ich dachte, ich werde mal ein paar Dinge los, die mich jedes Mal aufs Neue auf Meisterschaften abfacken. Ja, auf Meisterschaften ist man von jede Menge Konkurrenten umgeben und man möchte natürlich gewinnen bzw. einen guten Platz machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man die anderen Teams niedermachen sollte. So oft bekomme ich das mit, wenn irgendwelche Teams starten, dass andere Teams sie dann dumm angucken oder irgendwie darüber lachen, weil die vielleicht noch nicht ganz so stark sind. Und das ist jedes Mal so eine Situation, wo ich echt kotzen könnte. Denkt einfach mal daran, wenn ihr so ein Team seht, die vielleicht noch nicht ganz so stark sind, dass jeder mal angefangen hat zu tanzen und dass das wirklich, wirklich sehr mutig ist und sehr cool ist, wenn Leute einfach gerade in ihren Anfängen sind und sich trauen, auf die Bühne zu gehen und einfach mal Spaß zu haben und die Meisterschaftsluft schnuppern zu wollen. Das nächste, was mich übertrieben abfuckt, ist, wenn ein Team zum Beispiel alleine angereist ist und keine Fans oder Zuschauer oder Eltern oder Freunde mitgebracht hat, dass die auf die Bühne gerufen werden und niemand applaudiert. Es ist so, ja, Team Happy Feet kommt auf die Fläche und alles nur so still, einfach Grillengeräusche. Ich weiß, Tage können wirklich sehr, sehr lang auf der Meisterschaft sein, gerade wenn man von morgens bis abends da ist. Aber Leute, habt bitte so viel Respekt und applaudiert einfach für jedes Team, wenn ihr gerade mal im Raum seid. Und wenn es nur ein kurzes Clap, Clap, Clap ist und fertig. Mir bricht es nämlich jedes Mal das Herz, wenn ich irgendwie sehe, dass dann Leute auf die Fläche kommen. Niemand applaudiert, außer so zwei, drei Leute. Wenn mir das passieren würde oder meinem Team das passieren würde, ich wüsste ganz genau, dass dieses Gefühl schon so kacke ist, wenn man auf die Fläche gegangen ist und dann muss man noch tanzen und dann denkt man sich so, oh Junge, ey, warum haben die jetzt nicht applaudiert? Man macht sich direkt voll die Filme. Deswegen habt so viel Respekt, applaudiert, auch wenn ihr Gegner seid. Das zeigt nämlich von Respekt und guter Erziehung. Und der letzte Punkt, wo ich auch sehr, sehr viele Dinge schon erlebt habe, ist, akzeptiert eure Platzierung. Ja, die Juroren sind auch einfach nur Menschen und können vielleicht mal einen Fehler machen oder es ist dann halt einfach mal eine Geschmackssache am Ende des Tages gewesen, dass das eine Team vielleicht besser bewertet wurde als das andere. Das passiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass man die Juroren beleidigen muss, dass man die anderen Teams beleidigen muss oder dass man irgendwie Hate-Kommentare verfassen muss auf Social Media. Als ich nämlich einmal in der Jury war, hat ein gewisses Team leider nur den zweiten Platz gemacht, obwohl die wirklich mördermäßig gut waren. Und dann ist es passiert, dass die Leute bei der Siegerehrung an mir vorbeigegangen sind. Ich war in der Jury und die haben mir richtige Schulterchecks gegeben, mich von oben bis unten angeguckt und wirklich drei Leute hintereinander. Bam, bam, bam. Das ist nicht cool und das zeigt einfach nur, dass ihr schlechte Verlierer seid. Ach, und da fällt mir gerade noch eine Sache ein. Wenn ihr die Juroren fragt, warum denn die Platzierung so gut oder so schlecht war, dann kommt mit Kritik klar. Wenn ihr jemanden fragt nach Kritik, dann akzeptiert es, dass diese Person auch Kritik gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir alle haben ein gemeinsames Hobby, eine Leidenschaft, wenn wir auf Meisterschaft gehen. Natürlich, wir wollen alle durchziehen, wir wollen gute Platzierungen mit nach Hause nehmen, aber vergesst nicht den Spaß dabei.